Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Jetzt mit dem Tutorial zu Operation Silent Spade. Also ich sehe zwei Unidad-Schützen, da drüben neben dem Container. Danke für ins Wort fallen und danke für die Aufklärung. Ja, also den Future Soldier Missionen. Ja, ihr macht die Mission am besten nachts, ich mache sie jetzt tagsüber, damit ihr mehr seht. Tagsüber ist er allerdings um einiges schwerer, weil der Entdeckungsradius der Gegner viel größer ist. Ja, was die Bewaffnung angeht, ist eigentlich egal. Hauptsache irgendwas mit Schalldämpfer. Und Aufklärung ist ganz wichtig. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, los, stellt eure KI-Kameraden in die Ecke. Denn die machen nur Ärger. Ich weiß nicht, wie oft ich wegen den Idioten entdeckt wurde. Noch ein dritter, Ziel gesichtet. Also lasst die einfach weg. Markiert hier die beiden Gegner, die neben den Toren. Und hier oben ist noch ein Scharfschütze, normalerweise. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Aber, ja, er ist halt nicht da gerade. Gegner im Anmarsch! Ach, Kosek. Man kann die Mission schaffen, komplett ohne jemanden zu töten. Also nicht ganz komplett, natürlich. Die Wachen beim Heli und so, die muss man sich schon vorknüpfen. Toll. Ich wollte ihn jetzt eigentlich im Nahkampf erledigen, aber gut. So geht's auch. Den hier können wir. Ja, hoffen wir, dass wir ihn liegen lassen können. Wenn nicht, muss ich die Aufnahme nochmal neu starten. So. Hier patrouilliert noch ein Vierertrupp rum. Ach, guck mal, da ist der Scharfschütze. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Aufklären am besten immer mit dem Fernglas, denn das geht um einiges schneller, als wenn man einfach so auf die Gegner zielt. Wir haben hier noch einen und dort ist auch einer. Sehen wir den von hier aus? Von hier aus sehen wir ihn nicht. Da ist er. Scharfschütze, oben auf dem Turm. So. Dann haben wir hier einen, den können wir ausschalten, denn der liegt hinter den Sandsäcken. Der liegt hinter den Sandsäcken und dann haben wir vor der Tankstelle, beziehungsweise vorm Generator einen, der steht hier irgendwo im Moment, läuft dann immer hier hin. Und da hinten, hinter dem Zaun ist einer. Da ist noch einer. Den sehen wir von hier aus zwar nicht, aber mit dem Fernglas können wir den ganz gemütlich markieren. Wie gesagt, markiert alles, was ihr könnt. Denn das macht das Ganze viel einfacher. Könnt ihr auch schon mal. Ne, das machen wir jetzt noch nicht. Die Rebellenaufklärung nutzen. Weil die beiden Gegner, die hier vorne rumlaufen, die wurden ja schon von unseren Kameraden markiert. Können wir jetzt erstmal ignorieren und schalten das Drohnenstörgerät aus. Denn dann können wir. Du hast einen am Haken! Ach, halt doch die Klappe. Kroseck ist ganz schön nervig. In Future Soldier war er nicht so nervig, da war unser Protagonist ja Kroseck. So. Dann haben wir hier den Gegner. Und dann schauen wir. Hier ist der Vierertrupp, von dem ich gesprochen habe. Feind gesichtet, wir sind bei 15. Und wir klären hier auf. Dann nehmen wir den Scharfschützenturm noch mit. Nee, machen wir nicht. Denn dann finden wir den Piloten. So. Den Scharfschützen klären wir manuell auf. Da ist er. Dann haben wir hier vorne am Eingang zwei Wachen. Die, also wenn ihr es machen wollt, mit alle töten und so, weil es dann einfacher ist, tötet nicht die beiden. Denn hier kann ganz zufällig, ganz random, ein Fahrzeug von der Unidad vorbeifahren, die Leichen sehen und dann ist vorbei. So, wir haben hier einen, zwei neben den, links und rechts neben dem Heli. Und dann hier noch einen zweiten Zweiertrupp, der hier rumpatrouilliert. Und das müssten alle Gegnerz gewesen sein. Wenn hier nicht noch ein Scharfschütze drin ist. Nee. So. Der Vierertrupp läuft. Interessiert uns jetzt erstmal nicht. Nachts wird man nicht so leicht von denen entdeckt. Da ist der Entdeckungsradius viel größer. Oh, hier oben den Scharfschützen habe ich vergessen. Den schalten wir aber aus. Scharfschütze. Wie konnte ich denn so diese Lampe treffen? Okay, nichts passiert. So, ihn hier möchte ich auch gerne ausschalten, aber im Nahkampf.
Zwar möchte ich den irgendwo verstecken. Oder? Ich meine, wir können den auch leben lassen, das ist kein Problem. Nur tagsüber bin ich mir jetzt nicht so sicher, denn tagsüber ist der Entdeckungsradius halt sehr viel höher. Sehr viel größer. Da wird man sehr viel einfacher entdeckt als nachts. Ich kann ja gerade nochmal aufklären hier, falls wir irgendwo einen vergessen haben sollten. Ich leg den, keine Ahnung, da hinten hin. So, hier. Zack, hinters Rad. Wunderbar. So, die Scharfschützen möchte ich gern ausschalten, weil die halt echt sehr weit schauen können. Das ist ja so platziert, dass ich nicht sehen kann. Ah, da war er gerade. Ihn könnten wir auch ausschalten. Wäre auch besser. Genau das habe ich gerade gesagt. Zack. Jetzt müssen wir den Scharfschützen ausschalten. Aber der steht vorne dran, ne? Ne, der ist drin. Aber der sitzt da. Weil der chillt ein bisschen darum. Das ist mir einer. So, wie gesagt, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu viele Leute erledigt. Und wenn, dann so, dass sie nicht entdeckt werden können und nicht so offen auf der Straße liegen wie der jetzt zum Beispiel. Ich würde hier versuchen, durch die Wand zu schießen, aber lieber kein Risiko eingehen. Wir hören jetzt erstmal den Piloten. Du bleib schön stehen. Du hast einen am Haken. So, da oben der Scharfschütze. Okay, nachts passiert euch das nicht so sehr. So, verhören wir ihn hier. Wir wollen den Heli. Gib mir den Code. Sturiter! Etter bist jetzt! Hoffentlich kannst du Englisch oder wir haben ein Problem. Da, sicher. Ich spreche ihre Sprache. Ich verrate den Code. So, gut. Der sollte nicht entdeckt werden. Ich spreche doch Russisch. Ich hätte ihn verhören können. So, und jetzt können wir werden müssen. Ihn erledigen. So. Wir haben, was wir brauchen. Kümmern Sie sich um den Hubschrauber. Ich markiere euch den Bereich. Die Scharfschützen, wie gesagt, die möchte ich am liebsten alle ausschalten. Denn Augen auf. Zurück an die Arbeit. Die haben halt einen enormen Sichtradius. Vor allem bei Tag. Los. Nachts würde ich sie leben lassen. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Aber tagsüber. Ich würde meinen Arsch drauf verwetten. Auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Falsch betont. Wir beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Das sollte doch sein, uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Und nicht, uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. So, jetzt warten wir, bis der Vierertrupp weg ist. Man kann die auch erschießen. Man kann alle hier töten. Außer die am Eingang vielleicht. Wobei im Nahkampf, wenn man sie vorher wegzieht von der Straße, geht das auch. Alles schon gemacht. Been there, done that. Been there, done that. So. Streichen wir uns hier weg. Wir haben allerdings ein kleines Problem mit dem Generator. Den öffnen wir. Das Türchen öffnen wir von hier aus und geht direkt in Deckung. Gut, er hat nichts gehört. Hoffen wir, dass er so lange da hinten stehen bleibt. Bis wir den Generator deaktiviert haben. Gefahr im Verzug. Wenn er sich vorher wieder in Bewegung setzt, haben wir ein Problem. Eventuell. Und das ist ein Heli. Heli wäre scheiße jetzt. Wenn ihr das nachts macht, passt auf. Denn dann, wenn die sehen, dass die Lichter ausgehen. Gegner im Anmarsch. Heli hat wohl irgendwas gemerkt. Oder blinkt sonst irgendjemand? Zurück nee. Mit dir, sie werden dich sehen. Sonst blinkt keiner. Gut. So, die beiden schalte ich jetzt aus, der Einfachkeit halber. Ja, wie gesagt, wenn ihr das nachts macht, passt auf, dann müsst ihr schnell da weg. Weil, wenn die Lichter ausgehen, gehen die nachgucken, was mit dem Generator los ist. So. Zack.
locker bleiben. Alles ist gut. Jetzt muss ich mich deswegen noch um die anderen beiden kümmern, aber hier hinten die Gegner sind. Easy peasy. Die kann man ganz einfach töten, ohne dass da was passiert. So. Okay, alles ist gut. Den am Eingang muss man nicht töten. Da vorne den. Den muss man nicht töten. Dann, der kriegt eh nichts mit. So, ich fliege mit der klassischen Helikoptersteuerung. Also, wenn ihr gut mit der neuen fliegen könnt, dann tut das. Ich tue es nicht. Ihr wendet es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. So. Da kommt man nur durch, wenn man tief fliegt. Durch den Canyon dort. Glaubt ihr, ihr schafft das? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Für die Luftabwehr sind wir ein leichtes Ziel. So, dieser Part ist tatsächlich der einfachste, wenn man weiß wie. Ich bin am Anfang sehr oft hier gescheitert. Also nicht hier, sondern nachher, wenn der Helikopter angegriffen wird von anderen Helis. Flugzeug. Sie sind nicht für diesen Sektor freigegeben. Identifizieren Sie sich. Mist, die sind überall. Aber ich zeige euch gleich einen Trick, wie ihr das umgehen könnt. Und was? Sag denen, wir liefern Pizza. Das ist nicht Hollywood, Schwachkopf. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie. So. Seht ihr, alles ganz einfach. Easy peasy. Wenn ich nicht aus Versehen den Heli schrotte, ist alles einfach. Ich habe einen Flugschein. Aber nicht für Helis? Wie schwer kann das sein? Griffin hat den richtigen ausgesucht. Ups. Das passiert, wenn man aus Versehen links klickt. So, jetzt sind wir gleich an dem Punkt, an dem die Helis spawnen. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie oder wir schießen. Keine Sorge. Das ist die letzte Warnung. Ja, ja. Laber nicht. So, hier machen wir schon lang. Machen wir schon mal langsam. Nehmen die Markierung mit und sobald die anderen Helis spawnen, ziehen wir uns wieder zurück und fliegen tief. So. Und zurück, 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 wir zurück, haben zurück, die zurück. Die Stadt gerufen, um uns aufzuhalten. Nur das übliche, zurück. Kleiner. Festhalten. Es wird ungemütlich. Und ein bisschen tief. Der Hubschrauber ist der Beweis für das, zu tief, was die Russen planen. Er denn darf das nicht Wasser. Außerdem wollen wir nicht halb Bolivien verstreuen. Ich warte mal, bis sie fertig sind. Oder uns. Schalten wir diese Hubschrauber aus. So. Denn wenn ihr zu tief fliegt, das Wasser ist tief genug, dass ihr aus dem Heli aussteigen müsst, aber zu flach, dass der Heli kaputt geht. Das ist dann blöd. Da steht der Heli hier rum und ihr könnt nichts mehr machen. So. Habt ihr hier kurz gewartet? Der Jagdstatus ist vorbei. Helis sind weg. Und wir können relativ gemütlich weiterfliegen zum Sammelpunkt. Aber aufpassen, hier gibt es noch Flugabwehr. Deshalb möglichst immer irgendwie tief fliegen. Wenn die uns erfassen, sind wir erledigt. Das stimmt. Am besten hier über die Straße. Hoffen, dass nicht gerade ein Ausversehen zufällig da gerade ein Konvoi entlang fährt. Das ist ja schlecht. Aber so, jetzt sind wir da. Ach, Gott sei Dank. Mindestens 6 Mal dachte ich, das war's jetzt. Ich hab 7 gezählt. Gute Arbeit. Checken wir ein. Je schneller so. Wir den Mist loswerden, desto besser. Zack. Gute Arbeit, Ghosts. Vielen Dank. Aber wir haben sie vom Schreibtisch weggekriegt. Bei all den Moskitos hier, ich fahre wieder zurück. Besser Moskitos als Bürointrigen. Ja, da ist was dran. Ich muss die Dekontaminierungseinheit kontaktieren, um die Ladung zu prüfen. Warum warten Sie mit Ihrem Team nicht drin? Ich finde die Mission hier eigentlich, also nicht die Mission an sich, sondern so die Charaktere ganz cool. Denn Mitchell ist, wenn ich mich recht entsinne, von Advanced Warfighter. Los geht's. Während Kozak natürlich von Future Soldier ist. Ich komm hinterher. Ich setze, gib Gas. Hui! Verfickte Scheiße! Oh! Nicht so vulgär! Nomad Baby! Hui!
Oh, kaputt gemacht. So, wenn ihr da drin die Mission abgeschlossen habt, ich werde die Sequenz gleich überspringen und dann direkt mit der nächsten starten. Denn ich möchte, wie gesagt, die komplette Operation Science Bait in einem Video haben. Für euch. Für euch! Ich bin so lieb. Einmal hier überspringen. Ich bin ja so nett. So. Der nächste Teil ist tatsächlich sehr nervig. Der zweite Teil der Operation Science Bait, Chaos, ist verdammt nervig. Ich finde, das ist fast so nervig wie die Sam Fisher Mission. Nightwatch oder wie die heißt. Watchmen, Operation Watchmen. Ziemlich viele Blinklichter. Oh Moment, da sind 16 Kilometer, da teleportieren wir uns hin. Teleport, wo ist er? Hey, wo ist es denn? Wo bin ich? Ich bin da, aber... Da unten. Dann gehen wir hier hin. Knopf. 16 Kilometer fliegen, das will ich euch jetzt nicht noch antun in dem Video. Hola, ¿cómo va? So. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Hab das Motorrad. Geh, ich komm nach. So, aufpassen, hier gibt's auch, glaube ich, Flugabwehr. Aber ihr werdet schon zum... Ich traue euch das zu. Dass ihr auch alleine... im Einsatzgebiet kommt. So, auf dem Güterbahnhof, das ist hier unten, soll man nach Infos suchen. Wir haben einmal Infos hier vorne, direkt in diesem großen Gebäude. Dann haben wir Infos da hinten in dem Gebäude. Und einmal einen, der Infos hat in einem Waggon. Ich lege mich mal hier hin. Drohne fliegt. So, hier unten sind Infos drin. Ich kläre hier mal auf. Ah. Oh Gott, dass es immer irgendwo dranhängen bleiben muss. So, hier eine Aufklärung. Brauchen wir jetzt nicht alle aufzuklären. Da vorne stehen auch noch Leute rum. Ist wurscht. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Wenn wir entdeckt werden, werden wir halt entdeckt. Ich zähle 15. So, wir haben hier Infos. Da hinten, können wir die von hier aus sehen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Den Scharfschützen hier, den haben wir schon aufgedeckt. Markiere Feind. Da, den Scharfschützen noch. So. Bahnhof voraus. Bewaffnung. Womit ihr am besten kämpfen könnt. Denn hier macht's nichts, wenn man entdeckt wird. Aus irgendeinem Grund spawnt hier immer hinten direkt ein Konvoi. Wenn ich du wäre, würde ich den durchlassen. Wenn du es Stealth machen willst. Natürlich. Wenn ihr stealthen wollt, los nach da. Alles klar. Kameraden wegschicken, Konvoi passieren lassen. Sich ein Helikopter. Dum, 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 dum. So. Dann können wir im Prinzip noch da hinten den Rest aufklären. Lieutenant Tango, ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Wir sind vor Ort. Bleibt wachsam und sucht nach Infos. Scharfschützen würde ich hier jetzt nicht direkt umlegen, denn das wird entdeckt. So, aber ihn hier nehme ich mit. Hallo.
Achtung. Also es fehlt ihm die Schritt. Ja? So, haben wir hier Infos? Diese Pläne scheinen wichtig zu sein. Hier ist was von 235 Sombras. Und hier steht Chuesa. Schauen wir mal, ob wir die Infos da hinten jetzt aufklären können. Die sind da hinten an der Wand. Hier an dieser Wand. Da sind die. Erklärt sie nicht auf. Warum auch immer. Naja, gut, wir wissen, dass sie da sind. Unsere Richtung, ne? Nichts, was eine Leuchtpistole nicht fixen könnte. Ich schicke eine Leuchtrakete. Augen zu. So, vielen Dank. Jetzt haben wir sie. Die haben unsere Leuchtrakete gesehen. Wenn wir entdeckt werden, dann kriegt hier die Hölle los, aber dann können wir. Oh, guck mal, wer da kommt. Das ist schlecht. Blendgranate. Aber der andere ist auch noch zu nah. Schlecht. Schnappen wir uns hier die Infos. Jemand hat eine Lieferung namens Huesa quer durch das Gebiet und durch fast jede Stadt geschickt. Der Bestimmungsort steht allerdings nicht drauf. Kann sein, dass sie jetzt gleich ihren Kameraden entdecken. Aber bis dahin sind wir schon wieder weg. Vielleicht ist der Kamerad bis dorthin auch despawned, denn es ist ja keine Schleichmission. Dieser Teil der Mission ist keine Schleichmission. Von daher. So, hier in dem Waggon ist der drin. Jetzt müssen wir nur hier vorbeikommen. Ist natürlich am einfachsten, wenn man die alle tötet. Einfach so, weil mir gerade danach war. Wenn die ihren Kameraden jetzt gleich entdecken sollten, was durchaus passieren kann, ist hier eh wieder alles in Aufruhr. Wie sieht es denn hier mit dem aus? In welche Richtung guckt er denn? Ah, der kann uns entdecken. Nachts wahrscheinlich nicht, weil der Radius dann zu gering ist. Hier drüben ist der Narko. Da, beim Container. Fuck, er hier. Ich spiele übrigens auf Extrem. Also Tier 1. Hallo, Nadu. Einmal verhören bitte. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Fang an zu reden oder zu sterben. Ah, na mas, amigo. Ich spuck's aus. Santa Blanca hat etwas aus der Condor-Basis gestohlen. Was? Rede, Arschloch. Por favor. Huesa ist eine Strafe. Eine Lektion, weil das Volk von Barbechos die Rebellen unterstützt hat. Eine Strafe? Was ist Huesa? Das ist eine schmutzige Bombe. Sie wird alle töten. Wann geht sie hoch? Wann? No sé, no sé. Ich weiß es nicht. Jeden Augenblick! Scheiße. So. Wir rufen noch mal einen Heli rein. Katario, Mann. Little Brother, hier Nomad. Wir haben hier eine Notfallsituation. Könnten Sie das präzisieren? Santa Blanca will eine schmutzige Bombe in Barbechos zünden. Ich weiß. Ein Unidad-Hauptmann hat mit Uran Kasse gemacht. Er hat Teile der russischen Probe rausgeschmuggelt und an Santa Blanca verkauft. Ist das ein Witz? Schön wär's. Um den Unidad-Hauptmann habe ich mich gekümmert.
aber das Kartell bereitet gerade die Bombe vor. Scheiße, wir müssen sie aufhalten. Ich bin unterwegs nach Barvechos und sollte vor ihnen da sein. Ich versuche, die Bombe zu entschärfen. Halten Sie durch, bis wir da sind. Wir brechen auf. So, jetzt müssen wir erstmal innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, dort hinten ankommen. In Barvechos. Was aber kein Problem ist. Es war jetzt nicht der Heli, den ich angefordert hatte, glaube ich, denn die sind normalerweise schwarz. Aber Heli ist Heli. In Barvechos selbst werden wir uns auf einem Dach neben der Bombe postieren. Und den Gang, den Aufgang zu diesem Dach verminen. Und dann natürlich aufpassen und hoffen, dass wir nicht gekillt werden. Beziehungsweise gekillt werden ist nicht so schlimm. Schlimmer ist es, wenn Krosek gekillt wird. Was mir aber ehrlich gesagt noch nie passiert ist. Eher bin ich gekillt worden. Wo ist unser Team überhaupt? Unser Team ist nicht mehr da. Aber das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Wenn die jetzt nicht gleich spawnen, sobald wir aussteigen, dann aktivieren und deaktivieren wir die Teamkameraden einfach kurz. Denn die sind unverzichtbar fürs Wiederbeleben. Das sind unsere Extra-Leben quasi. Wir sind da. Wie ist der Status? Hat lang genug gedauert. Es ist übel hier. Überall Santa Blanca. Sie haben die Bombe abgeschirmt. Ich brauche dringend Hilfe. Schicke meine Position. Halten Sie durch. Wir sind gleich da. Schnell. Ich glaube, ich kann das Auslösen verzögern, aber in etwa 10 Minuten geht sie hoch. Etwa 10 Minuten? Das ist ein bisschen vagefällt, was das uns alle töten könnte. Ich kann nichts Genaues sagen, bis ich nicht bei der Bombe bin. Also Beeilung! Krosek in Barvechos treffen. Zuallererst schalten wir von dem Dach aus. Wir müssen den Bereich räumen. Was ihr auch tut, bleibt von der Bombe weg. Und zwar dieses Dach hier, das rote, erste rote. So, wow, bin ich erschrocken, weil ich beim Heli dagegen geknallt bin. Wenn der Heli runterfällt, ist nicht schlimm. Unsere Kameraden sind gespawnt, das ist sehr gut. So, wir knallen hier ein paar Haftminen hin. Da. Von mir aus da. Und legen da noch ein paar extra Minen hin. Moment, ich leg eine Mine. Hier. Da. Da unten. Hey, Krosek. Für unsere Sicario-Freunde. Was macht ihr denn hier? Scheiße, du siehst. Ups. Vielleicht hätte ich erst aufklären sollen. Also, merkt euch, erst wenn ihr gelandet seid, aufklären. Das habe ich jetzt vergessen. Ihr seht, was passiert ist. Wurde überrascht. Weil ich zu selbstsicher war, nicht aufgeklärt hatte. Scheiße nochmal. Jo. Der eine lebt noch, der mich gekillt hat. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzubauen. Da legt man da noch eine Mine hin. Ja, ich leg hier drüben eine Mine. Und da. Oder auch nicht. Oh. So, ich renne jetzt da hoch. Und schalte von oben alle Santa Blancas aus. Und dann können wir Krosek dorthin schicken, wo er hin soll. Das war jetzt schlecht. Super Tutorial, ne? Ja, aber auf Extrem fällt man halt auch extrem schnell um. So ist das halt. Aber das ist jetzt unser letztes Leben, das heißt, nochmal umfallen darf ich nicht. Ich hoffe, ich krieg's so hin. Wenn nicht, ist nicht ganz so schlimm. Wir rufen hier Verstärkung, Ablenkung und Verstärkung. Wegen Verstärkung. Wie auch schon beim Predator. Ich brauche Sperrfeuer. Holy shit! Die Minen waren scheiße positioniert. Wir haben voll die Kettenreaktion ausgelöst. Ich lege eine Mine für unsere Sicario-Freunde. So.
So, durch Wände schießen ist toll. So, ich gebe denen den Feuerbefehl. Bereit, Feuer frei. KI-Kameraden. Kosek, sehen Sie sich die Bombe an und tun Sie etwas. So. Jetzt geht's rund. Jetzt packt eine Sniper aus, wenn's geht. Am besten die HTI. Desert Tech, wenn ihr die schon habt. Die gibt's im Tier-1-Modus. Wir halten Ihnen Santa Blanca vom Leib. Eine andere Los. Waffe. Ein anderer Sniper, mit der ihr Fahrzeuge mit einem Schuss zerlegen könnt. Da oben ist ein Sniper. Wissen die Arschlöcher nicht, dass das Ding gleich hochgeht? Ich glaube, die Clowns haben keine Ahnung. Da ist ein Sniper. Und da unten mit der blauen Kirche, Dings, da ist auch ein Sniper. Auch mal aufklären. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Kein Gegner in Sicht. So, kommen Autos. Hier ist alles sauber. Moment nicht. Dann warten wir mal. Hey, das sind Feinde. Wo? Da, Hubschrauber. Sind alarmiert. Da kommt ein Heli. Da kam ein Heli. Heli im Arsch. So. Feuer. Alles klar. Ist noch ein Heli? Ist noch irgendwo ein Heli? Da. Der gehört jetzt zwar nicht hierzu, aber sicher, Heli ist sicher. Zerstört. Schießer ist Schießer. Schießer ist Schießer. Schießer, Schießer. Also wie gesagt, oh, na toll, und unten in na toll. Ein Konvoi, der genau hier vorbeikommt. Fahrzeug zerstört. Scheiß auf den Konvoi. Das Auto wurde zerstört. Das ist echt ungünstig, dass er jetzt gerade Konvoi vorbeikommt. Ah, fuck, ich hab den Wagen nicht getroffen. Ich muss aufpassen. Letztes Leben, ihr wisst. Mörser würde ich hier nicht empfehlen, denn Mörser gehen gerne auf. Gern auch mal auf. Ah, shit. Ah, Gott sei Dank. Der Timer ist ausgelaufen, das heißt, ich habe doch noch ein paar Leben. Also Mörser würde ich nicht empfehlen, außer vielleicht hier für den Bereich weit genug weg von der Bombe. Denn der streut manchmal so weit, dass er die Bombe trifft und dann ist auch vorbei. Und Granaten werfen ist auch nicht so günstig. Nochmal Feuerbefehl. Feuer zwischendurch immer mal. Verstanden. Kann ich nicht treffen. Schade. Schade. Chardonnay. Ihr könnt den Schalldämpfer auf dem Gewehr auch drauf lassen, wenn ihr wollt, aber es ist eigentlich unnötig, weil ich meine, hier ist eh die Kacke am Dampfen. Sag mal. Ich treffe sie nicht. Okay, ich bin unterwegs. Scheiße. Die Verdrahtung ist zu kompliziert. So, jetzt schnell runter. Also sind wir tot? Ich kann es verzögern, mehr nicht. Und ein Auto kommt noch. Also die Sniper noch nicht wegpacken. Ich lasse die Einwohner nicht sterben. Jetzt machen sie schon. Spinnst du? Wir haben keine Zeit. Ich lasse die Einwohner nicht sterben. Jetzt machen sie schon. Bowman, ich habe heißen Müll, den ich loswerden muss. Wo kann ich den am schnellsten entsorgen? Oh shit. Wir haben einen Mann am Boden. Aus dem Cockpit geschossen. Das ist schlecht. Das ist natürlich immer schlecht. Bowman, ich habe heißen Müll, den ich loswerden muss. Gegner hinten erledigen. Wo kann ich den am schnellsten entsorgen? Sehe ich aus wie Google Maps? Menschen sehe ich aus wie Google Maps, das ist der beste Spruch. Okay, da ist ein verlassener Stein. So, jetzt haben wir natürlich einen Haufen Zeit verloren. Dadurch, dass wir gekillt wurden. Das ist eine Silbermine. Santa Blanca hat alle in der Gegend übernommen und Barbechos Plata als Manager angeheuert.
Aus der Sicht der Bergleute schaffen wir noch, glaube ich. Ein Boss ist so schlimm wie der andere, wenn man tief unter der Erde fest ist. So, hier geht's runter. No, man, ich habe meine neue Rampe nicht einfach gebaut. Und aufpassen, dass sich das Fahrzeug nicht überschlägt. Denn dann habt ihr ein Problem. Oh je, das wird ganz knappe Geschichte. Wird eine ganz knappe Geschichte. Raus! Und bam. Wir haben es geschafft. Gerade so. Gerade so. Das war absolut viel zu knapp. Alter Schwede. Hätte übel ausgehen können. Schön, dass der Bolivien-Urlaub verweichlicht hat. Der Schreibtisch scheint ihn auch nicht geschadet zu haben. Wir halten Kontakt. Griffin, Ende. So. Das war also das Tutorial mit vielen Toten zur Operation Silent Spade. Gute Arbeit, alter Hase. Sie haben und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Sie können das nächste haben. Würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und morgen geht's dann direkt weiter mit der Operation Watchman. Der Risiko gehört zum Spiel. Sam Fisher Mission. Erledigt. Das zählt. Keine Sorge, es wird noch genug Gelegenheiten geben, sich zu beweisen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.